Hi, hier ist wieder Biene von Biene Loves Life. Ich habe heute wieder vier neue Bücher für euch, Kinderbücher. Diesmal habe ich gar nicht so ein richtiges Thema herausgefunden, sondern einfach Bücher rausgesucht, die wir zurzeit gut finden. Und es sind auch wieder Bücher dabei, die vielleicht bei einigen von euch nicht wirklich als Bücher herauskommen, weil es ein bisschen wie zum Basteln was ist. Aber die Kinder wollten, dass ich das auch mal zeige. Also, passt auf. Als allererstes fangen wir an mit einem Buch aus dem Atlantis Verlag. Da gibt es ein neues Buch. Diesmal heißt es Herbert und Alfonso jagen ein Dieb. Das ist von Laura D'Arcangelo. Das ist wahrscheinlich ein italienischer Name. Und Herbert ist der Junge und Alfonso ist sein Hund. Die beiden sind die ganze Zeit in der Stadt unterwegs und beobachten bestimmte Dinge oder auch nicht. Und irgendwann wird klar, dass ein Diebstahl passiert ist. Es sind Dinge weggekommen, es wurde Geld geklaut, es wurde Essen irgendwie weggenommen und mehr beschweren sich die Bewohner der Stadt. Also ich persönlich sehe in der Stadt ganz eindeutig Zürich. Und die Bewohner beschweren sich. Die Momente häufen sich immer mehr in Richtung Herbert und Alfonsos, weil er ist ein Hund, er hat wahrscheinlich die Wurst gegessen und der Herbert ist sowieso immer so ein bisschen unauffällig und sagt nicht so viel und ist trotzdem überall dabei. Ziemlich schnell sind sich alle sicher, dass die beiden auf jeden Fall die Diebe sind, die gesucht werden. Doch das Buch heißt ja auch, dass Herbert und Alfonso den Dieb jagen. Deshalb begeben sie sich dann selber auf die Suche. Und als Leser, ich zeige das mal, sind eigentlich nur kurze Sätze, merkt man dann irgendwann, dass man die ganze Zeit wie vor- und zurückblättert und denkt, hä, warte mal, das kann doch gar nicht sein. Und man entwickelt quasi einen eigenen Detektivinstinkt bei diesem Buch und stellt dann recht schnell fest, dass die beiden natürlich nicht der Dieb sein können und dass es jemand anders ist. Es ist ein eigentlich sehr kurzweiliges Buch, weil man die ganze Zeit mitfiebert, dass die beiden hoffentlich nicht geschnappt werden und dass der wahre Dieb gefunden wird. Es ist ein bisschen auch ein Entdeckerbuch und ihr habt jetzt die Zeichnung mal gesehen. Die sind irgendwie gar nicht mal so voll, aber irgendwie doch. Und also ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Uns hat das Buch total gut gefallen, weil es eben so kurzweilig ist und weil es mal eine Ablenkung ist und weil es natürlich auch um das Thema geht, wieso müssen immer die, die am unauffälligsten sind, die sein, die dann für meinetwegen den Diebstahl verantwortlich sind. Wir können euch das Buch sehr gerne empfehlen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt und was die Kinder dazu gesagt haben und vielleicht auch, was sonst noch passiert in dem Buch, dann schaut gerne rein auf meinem Blog bienelovelife.com. Mein zweites Buch, was ich auf jeden Fall jetzt hier zeige, weil die Kinder der Meinung waren, da muss ein anderes gezeigt werden, ist das Zauberpony-Geschichtenbuch für 3 Minuten. Es geht um das Zauberpony und das Mädchen. Es gibt auch eine Audio-CD dabei, die die Geschichten vorliest. Perfektes Buch für gute Nachtgeschichten. Ist aus dem Arena Verlag von Christina König geschrieben. Kurzweilige Geschichten, sehr verspielte Geschichten. Träumerische Geschichten ohne wilde Sachen, ohne einen Dieb, der gejagt wird, ohne perfekte Einschlafgeschichten. Ganz goldig geschrieben und super, super schön bebildert. Wir mochten dieses Buch sehr und können das jedem empfehlen, der ein Gute-Nacht-Buch sucht. Jetzt als nächstes kommen wir zu den Büchern, von denen die Kinder der Meinung waren, dass ich sie unbedingt hier mit einbringen muss, weil sie so großen Gefallen daran gefunden haben. Einmal soll ich euch das hier zeigen? Das ist zwar schon auseinandergefallen, aber das ist dieser Schnipselblock. Dieser Schnipselblock ist in dem Ars Edition Verlag erschienen. Ich mag den Verlag sehr, vor allem für kleinere Kinder hat der ganz tolle Bücher. Aber auch dann, wenn es so um die 3 wird, kommen die guten Bücher, die zum Beispiel zum Basteln sind. In diesem Buch können die Kinder lernen, mit der Schere umzugehen und ein bisschen zu kleben. Ich versuche es jetzt mal vorsichtig aufzublättern. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel schon mal unsere Kunstwerke von unserer Tochter sehen und versucht das hier wegzunehmen. Das funktioniert so. Man hat oben das, was man bearbeiten kann, in dem Fall die Schnecken, und unten die dementsprechenden Objekte, die auszuschneiden und zu bekleben sind.
Es ist also ein klassisches Beschäftigungsbuch. Uns gefällt das super gut. Die Kinder haben, wie gesagt, darauf bestanden, dass ich jetzt auch mal sowas zeige und nicht mal nur die Bücher, die zum Lesen sind. Wir mögen diesen Ars Kreativ Verlag sehr. Ein anderes Buch, was ich auch gerne zeige, was unserer Tochter super gut gefallen hat, ist der Punkt-zu-Punkt-Malzauber. Diesmal natürlich mit Disney-Prinzessin, wo man Punkt-zu-Punkt was ausmalen kann. Sie hat schon ein paar Sachen ausgemalt und übt sich noch an den weiteren Formen. Eine Beschäftigung quasi, bei der wir die Kinder auch mal am Tisch neben uns lassen können, wenn wir selber etwas basteln wollen. Jetzt ist ja auch bald wieder die Zeit, wo man ein bisschen weniger zu Hause ist und dann eben mal auf dem Balkon was herrichten muss oder so. Also eine tolle Sache dafür. Ich hoffe, euch hat diese kurze Vorstellung dieser Bücher gefallen. Wenn ihr möchtet, schaut gerne auf meinem Blog rein, bielelovesleif.com, denn dort findet ihr noch weitere Kinderbücher, auch Empfehlungen für Bücher für Erwachsene. Ich habe da auch ein paar Sachen niedergeschrieben und jegliche Informationen. Natürlich seid ihr auch gerne eingeladen, hier meinem Kanal zu folgen. Und ich freue mich über Kommentare und auch gerne ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!